Ihr habt das ja gesehen, die Steam-Reviews zu Battlefield sind erschlagend. Ey. Ich habe noch nie sowas gesehen. Ich das letzte Mal, ich geguckt habe, heute Morgen waren es irgendwas mit 5000 positive und 19.000 negative Reviews. Indy, grüß dich. Und das Spiel ist ein Mess. Ich habe auch offstream nur 10 FPS mehr gekriegt. Und mein holy shit, ey. Der Sven, mit dem ich gestern noch gespielt habe, der hat sich schon auch das Geld zurückgeholt. Der hat es auch schon zurückbekommen. Da ist die EA irgendwie ein bisschen besser als Rockstar. Skibidi wapapa, skibidi wapapapa, skibidi wapapapa, skibidi wapapa. Baba! Lagun la 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 lagun. Und Rosenstiel, vielen lieben Dank für 27 Monate, Bruder. Dann lassen wir sie mal leuchten für dich, ey. Aber hallo, ey. Dieter, lass mal auch tanzen. Ja, ist richtiger Müll. Richtig übler Müll. Gaba, ist grüß dich. Was heißt Müll, ne? Also, es hat viel weniger Umfang als ein Battlefield 4. Die Performance ist schlecht. Die Maps sind lieblos, leer, schlecht durchdacht teilweise für die Modis. Ich habe ja gestern noch ein klein bisschen gestern Abend dann auch noch weitergezockt, ein paar Stündchen. Mal wenn man die Performance mal außen vor lässt und sich einfach nur die Maps anguckt, die Menge der Waffen, der Umfang, ne? Die Modis, die man spielen kann, das sind echt nicht viele. Ne? Du kannst in dem Hauptmodi nur zwei verschiedene Modis spielen. So eine Art Rush, so ähnlich wie Rush und eine Eroberung. Wie gesagt, die Map selber sind nicht gut durchdacht. Ich glaube, man hat einfach nur Wert drauf gelegt, eine möglichst große Map zu haben. Hat sich aber null Gedanken darüber gemacht, wie sich das auswirkt mit 128 Spielern. Vor allem dieser Rush-Modus, nennen wir ihn mal Rush-Modus, der jetzt nicht wie Original-Rush ist, wo man halt auch die Basis wieder zurück... Aber, der Modus ist hat Choke-Points, wo 128 Spieler auf dem Platz hängen, wo früher 16 gegen 16 gespielt worden ist, mit 32 Leuten bei Battlefield 4. Also von der Fläche her. Das konzentriert sich dann alles an gewissen Choke-Points und das ist dann einfach noch ein widerlicher Clusterfuck. Also das ist viel schlimmer als Battlefield 4 bei Release. Battlefield 4 hatte was, wo man dran erkennen konnte, dass da irgendwie noch was Cooles drin ist. Ja? Der Umfang war krass. Auch sowas wie, dass du nicht mehr keine Leaderboard hast. Du hast kein globales Leaderboard. Du siehst nicht, wer führt jetzt gerade in der Runde. Ja? Oder wer hat die meisten Punkte. Oder whatever. Also überhaupt keine Motivation. Dann total viele Call of Duty Moments, die man versucht hat, da reinzubringen. Wo man, glaube ich, versucht hat, irgendwie auf Krampf eine Käuferschicht aus Call of Duty Modern Warfare anzusprechen. Die einfach... Boah, wie soll ich das am besten sagen? Ich spiele auch hier die Call of Duty Modes. Vor allem die free sind. Und die machen auch viel Spaß. Aber da kommen auch die Kugeln dahin, wo sie hinwollen. Das ist halt, das eine ist halt Call of Duty und das andere war halt Battlefield. So, vom Gefühl her. Ne? Und das ist halt vollkommen verloren gegangen, so dieses Battlefield-Gefühl. Die Fahrzeuge sind auch viel zu stark, auf manchen Maps auch viel zu präsent, auch viel zu viele davon. Von der PPGA 29 als Waffe, die jeder used, weil sie total OP ist gerade, zu Hovercrafts, die total auch mega krank OP sind und auch viel zu viele auf manchen Maps sind, dann Map-Designs, wo man sich fragen muss, so eine Wüsten-Map, wo ein Aufzug zu einem Hochhaus führt, wo dann oben drei Hovercrafts, zwei LAVs und 40 Mann stehen, wenn du da hochkommst. Ja, toll. Weil du halt auf den Maps halt Fahrzeuge droppen kannst. Das heißt, du kannst sie auch auf Hochhausdächern droppen lassen. Und das ist halt eine der dümmsten Ideen, so, ne? Also verrückt. Und bei diesem Portal-Mode, ne? Die Modis, also Battlefield Bad Company 2, hat sich bei Bad Company 2
besser und spielbarer an, fühlt sich das an, das Originalspiel, als die Portierung in dieses Spiel rein. In diese, das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich nicht an wie Bad Company 2. Du hast zwar die gleichen Waffen und die gleichen Loadouts und auch die gleichen Voraussetzungen, aber es ist nicht das Gleiche. Dann eine phänomenal blöde Idee, mietbare Server nicht mehr zu bringen, sondern jeden Server aufmachen zu lassen. Jeden. Und bei den Möglichkeiten, wie man einen Server einstellen kann, braucht man nur 20 Sekunden drüber nachzudenken. Und dann fragt man sich, wo ist denn der erste XP-Boost-Server? Ja, müsst ihr euch das so vorstellen. Die eine Seite hat 200% Leben, ein Sturmgewehr. Und die andere Seite hat ein Leben und ein Messer. Ja. Und natürlich, ja, farmen da Leute, andere Leute ab, die blöd genug sind, das mitzumachen. Ja. Das Blöde ist auch, wenn man einen Server gefunden hat, der cool ist, ja, den jemand aufgemacht hat und pflegt und wird gut als administriert, ja, sobald der ins Bett geht, ja, oder off geht, ist der Server weg. Der muss den dann wieder komplett neu aufmachen. Das heißt, du kannst auch Server nicht in den Favoriten speichern, weil die effektiv am nächsten Tag weg sind. Das ist also, und jeder Hinz und Kunst kann einen Server aufmachen. Das heißt, also so diese Battlefield 4 Friends Videos mit Batman, ja, wo ich, da gibt's so lustige Battlefield Friends Videos drüber, wo einer halt wirklich so, no, I don't like his name, bam, weg, so, ne, oh, there comes a heli, bam, banned, so, ja, das kannst du halt machen. Und das ist halt, wie kann man das machen? So, ne, wo man sagt, und da auch viel zu wenig Maps, also von Battlefield 3, Bad Company 2, 42, also das alte 1942, gibt es jeweils immer nur zwei Maps. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie schnell man sich da durchgespielt hat. Also allein vom ganzen Umfang, und es gibt im ganzen Spiel mit allen Modis, auch hier mit Battlefield 3, Bad Company 2 und ne, alles mit dazu, alle Waffen zusammen, hatte Battlefield 4 mehr Waffen und mehr Aufsätze und mehr Möglichkeiten. Und das ist verrückt. XM, grüß dich. BF3 ist auch ganz cool. Mal habe ich auch sehr gemocht. Oh, jetzt grüß dich. Ja. Ohne Scheiß. Grüß dich, Hurz, ne? Grüß dich. Das spricht mir aus der Seele. Leblos, langweilig. Die Maps leer. Ne, da gibt's dann auch auf einer Map eine Halle, du kommst da rein, das alles leer, weiße Wände, so. Solche Dinge. Ne? Auch mal einen dicken Shoutout hier an Hurz. Lieber Streamer-Kollege von mir und CC-Kollege, kennen uns schon ewig. Er hat sogar WoWS gespielt. Da gehen wir nämlich gleich auch noch hin. Nichts zu danken. Ich habe das endlich mal, habe ich den Nightbot gelernt, nach Jahren. Ja, nach Jahren Studiums. Das bisschen Geld, was heute Vermieteten verdienen, ist es doch nicht wert. Nee, darum geht's nicht. Aber das Vermieten der Server war so ein gewisser, so eine gewisse Hürde, dass nicht jeder 14-Jährige, einfach weil er lustig ist, gerade mal ein bisschen XP zu boosten, Server aufmacht. Weißt du? Nee, ich habe ja hier nichts mehr zu sagen, seitdem mein Kater hier ist. Nee, also das hat mich, also ich habe nichts anderes erwartet, ne? Deswegen habe ich mir das halt nur über EA Play geholt und habe mir gestern zahlreiche andere korrekte Sachen bei Origin noch runtergeladen. Und ich hätte es noch billiger haben können, wenn ich mir diesen Xbox Live Gamer Pass geholt hätte. Das hätte vielleicht einen Euro gekostet, hätte man Battlefield spielen können, ne? Und sich das ansehen können. Der Sven übrigens, mit dem ich das gestern zusammengespielt habe, der hat Gott sei Dank sein Geld zurückgekriegt von EA, ja? Der hat das sich zurückerstatten lassen, weil it is a mess. It is a mess. Ich kann es auch keinem von euch empfehlen. Das ist vielleicht in einem Jahr irgendwann spielbar, aber da fehlt trotzdem noch so viel vom Umfang einfach, was die noch dazu machen müssten, damit das Spiel wirklich so wird,
Ja, man hat ja schon die richtigen Sachen angeteased bei den Leuten. Ne? Man hat ja schon so geschafft, die Leute an den richtigen Ecken zu kitzeln. Was ich gestern auf Origin gesehen habe, an Leuten, die ich das letzte Mal habe, wirklich Battlefield zocken sehen, zu Battlefield 4 Zeiten, die gestern alle am Spielen waren und alle nach ein paar Stunden plötzlich wieder off waren. Was bei Twitch gestern abgegangen ist, das Spiel ist erst ganz oben gewesen und dann sank das Interesse gewaltig und die gleichzeitig auch die negativen Steam-Reviews. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es absolut traurig, ne? Ja, das stimmt. Aber so haben sie die Kontrolle ja jetzt vollkommen abgegeben. Das ist jetzt jeder selber auf. Das ist verrückt. Insgesamt, ne, kann man darüber nur traurig sein. Jeder, wir sind ja alle getriggert gewesen, ne, von diesem alten Battlefield-Gefühl. Wir hatten alle so das Gefühl, oh, es könnte vielleicht so ein bisschen Battlefield 4 modern, es könnte vielleicht gut werden. Aber die Beta jetzt, dann jetzt die Early Access und jetzt gestern der Release, trotz Day One Patch, uff. Also ich krieg bei niedrigsten Einstellungen gerade mal 40 FPS Offstream. Und selbst mit vertikaler Synchronisation habe ich das Gefühl, dass es nur mit Joypad irgendwie das Gefühl, dass es sich irgendwie vernünftig anfühlt. Und trotzdem ist die Hit-Registration durch dieses RNG, wenn man schießt, das nennt sich Bloom, ja. Das haben die jetzt, das ist eine ganz neue Erfindung, ja. Man lässt jetzt die Geschosse random irgendwo einschlagen, das ist dann ganz lustig. Vor allem sehr, sehr, sehr zu stark der Effekt und viel zu... Ja, auf Distanz zu arbeiten ist fast nicht möglich. Selbst als Sniper ist es schwierig. Ja, kein gutes Fazit von mir, ey. Leider. Und ich hätte es mir so gern gewünscht, ne, dass die mal aus der Vergangenheit gelernt hätten. Ich meine, es muss doch nicht so sein, dass jeder DICE Battlefield Release so ein Bugfest wird. Man könnte doch vielleicht mal aus den Fehlern von vorher lernen. Aber das ist das Unfertigste, was die jemals rausgebracht haben. Also das Spiel wirkt wirklich so, als wenn es mitten aus der Entwicklung gerissen ist. Als wenn man viele Sachen, auch Map-Design, angefangen hätte, die man nicht weitergebracht hat. Total schade, dass man sich darüber gar nicht bewusst wird, dass man da eine alte Käuferschicht angesprochen hat, die man damit aber wirklich für immer verprellt. Ne? Damit ist der Stempel wirklich drauf. So, das ist für mich jedenfalls. Ja, ich habe halt nichts erwartet, bin dementsprechend auch nicht enttäuscht worden, dass es halt, aber dass es so schlimm ist, ist wirklich traurig. Ja, da ist halt, ne? Ich kann es auf jeden Fall niemandem nahelegen. Ne? Lass die Finger davon. Ne?